Für viele Call of Duty-Fans ist Modern Warfare bis heute der beste Ableger der Shooter-Reihe. Grund genug für Activision, den Klassiker als generalüberholte Remaster-Version zu bringen. Den kompletten Kampagnenmodus und 10 von ehemals 20 Multiplayer-Arenen inklusive. Käufer der Legacy Edition des aktuellen Call of Duty-Ablegers Infinite Wars bekommen den mit spektakulären Lichteffekten, Explosionen, Partikeln und Texturen aufgehübschten Klassiker als kostenlose Dreingabe. Alle anderen müssen ihn downloaden. Den vielleicht größten Rollenspielklassiker der letzten Jahre gibt's jetzt inhaltlich unverändert, aber grafisch aufpoliert als knackscharfe Special Edition mit allen verfügbaren Erweiterungen, noch eindrucksvolleren Drachen und üppiger Fantasy-Flora. Allerdings erkauft sich Skyrim die vielen neuen Details und Effekte mit einer Bildrate, die auf dem PC zuweilen in die Knie geht. Die Konsolenversion läuft mit ansehnlichen 30 Bildern pro Sekunde. Mit dem Retro-Schmuckstück Classic Mini katapultiert Nintendo mit 30er in ihre Kindheit zurück. Auf der Miniatur der 80er-Konsole NES sind 30 Klassiker von damals vorinstalliert. Darunter die ersten beiden Zelda-Spiele Super Mario Bros., Metroid, Kirby's Adventure und Final Fantasy. Verschiedene Grafikfilter sollen per HDMI auf modernen Flachbildschirmen die gute alte TV-Röhre simulieren. Die Stromversorgung erfolgt via USB. Ein Netzteil liegt dem rund 70 Euro teuren Liebhaberpaket nicht bei, das vom Smartphone sollte aber genügen. Seit 25 Jahren drücken Civilization-Spieler der virtuellen Welt ihren Stempel auf und führen ein erwähltes Volk rundenweise durch die Menschheitsgeschichte. Die Genialität von Sid Meier's durchaus komplexer Spielidee zeigt sich nicht zuletzt auch daran, dass sich bis heute kaum etwas geändert hat. Und trotzdem bietet Civilization VI so viele Neuerungen, dass selbst Veteranen gehörig umdenken müssen. Vor allem die Wahl der Standorte hat maßgeblichen Einfluss auf die Spezialisierung von Städten und dem Bau von Weltwundern. Aber auch bei der Forschung hat sich viel getan. Klare Kaufempfehlung, auch wenn die künstliche Intelligenz sich manchmal selten dämlich anstellt.